Wie viele Spieler gaben unter dir ihr Bundesliga-Debüt? Aber Telefonjoker? Knapp daneben ist auch vorbei. Liebe Fans, es wird knapp. Das ist korrekt. Ja. Jawohl. Bist du startklar? Bist du soweit? Der Druck hört nie auf. Hallo liebe Eintracht-Fans, viele Grüße hier aus dem Deutsche Bank Park in Frankfurt. Es ist ein besonderer Tag. Ich freue mich, unseren Cheftrainer Adi Hütter bei mir zu haben. Grüß Hallo. Dich, Adi. Du weißt, was heute für ein Tag ist? Ja, weil es für mich auch ein besonderer Tag ist. Erstens ist es nachträglich noch 3 Tage nach dem Geburtstag von unserem Pressesprecher Marc Hindelang. Herzlichen Aber Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Muss ich auch sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber Marc. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es ich glaube, von den Spielen her schätze ich so 134 Spiele, so circa. Und ich glaube, das ist der 1000. Tag, den ich bei der Eintracht bin. Richtig, genau. 1000. Tag. Ob es wirklich 134 Spieler waren, das erfahren wir jetzt. Denn 10 Fragen zu 1000 Tagen Adi Hütter bei unserer SGE. Das ist das Quiz. Und Adi spielt für euch, liebe Eintracht-Fans, in erster Linie. Denn wenn er mindestens 5 von diesen 10 Fragen richtig beantwortet, dann gibt es für euch einen wunderschönen Preis, nämlich unser aktuelles Heimtrikot, das Adi dann nach dem Quiz, gehe ich mal schwer davon aus, dass du es schaffst, dieses Trikot für euch unterschreiben wird und wir verlosen es dann unter allen Kommentaren auf unseren Social-Media-Kanälen. Bist du startklar? Bist du soweit? Der Druck hört nie auf. auch bei einem Quiz. Alles klar, freue mich schon. Adi, dann leg mal los, die erste Frage. Wie viele Siege hast du wettbewerbsübergreifend bis jetzt bei Eintracht Frankfurt gefeiert? Wie viele Siege? Das heißt mit internationalen Genau, Spielen. Mit der Europa League, DFB-Pokal und der Bundesliga. Darf ich ein bisschen rechnen? Natürlich. 68 ist zu viel. 63. Ah, 63. 63. 58, 54, 49. Nicht gesagt 54. Nein, die richtige Antwort ist 63. So viel? Ja. Da ist der Trainer selbst überrascht. Ja. Die zweite Frage, Adi. Wie viele Tore hat die Eintracht erzielt, seit du Trainer bist? Nicht so einfach. Ja. 270 ist schon sehr viel. 246 wäre... In den drei Jahren sind es 90 Tore. Nee. 246, 250. Spontan würde ich sagen 213. 246 sind es bis jetzt. Sind da die Freundschaftsspiele auch dabei? Ein Bad Homburg und so. Ja. Nein, tatsächlich okay, nur ich bin stark unterwegs, liebe Fans. Es wird knapp. Wie viele Spieler gaben unter dir ihr Bundesliga-Debüt? Aber Telefonjoker? Den Palmti könntest du anrufen. 9, 10 oder 11. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann eigentlich nur raten. Und ich würde sagen 8. Es waren 10 Spieler. Super. Knapp daneben ist auch vorbei. Adi, nächste Frage, nächstes Glück. Wie viele Spieler hat unser ehemaliger Capitano David Abraham unter deiner Führung absolviert? 79. 30 Spiele pro Jahr. Hat er das gemacht? War mal eine Zeit lang verletzt. Er hat ja 85 getippt. 79. Stark. Adi, welcher Spieler hat das bislang schnellste Eintracht-Tor erzielt, seit du hier bist? Lukas Toro könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern, dass der ganz am Anfang ein Tor erzielt hat, Danny. Aber wenn wir jetzt. Also André hat jetzt relativ schnell getroffen, aber ich weiß nicht, ob nicht Hinti zu Hause gegen Hoffenheim gleich nach einer Standardsituation getroffen hat, ob das noch früher war. André. Ich gehe auf Martin Hinteregger. Loggen wir ein. Und das ist korrekt. Jawohl, Martin Hinteregger. Stark. Haben die Fans noch eine Chance? Die Fans haben noch eine Chance, ja, aber jetzt musst du ordentlich liefern, ja, die nächsten Fragen. Aber das kriegst du schon hin. Ganz sicher. Wer ist aktuell Rekordspieler, also der Spieler mit den meisten Pflichtspielen bei der Eintracht, seit du hier bist? Das
Jetzt würde ich mal das Auswahlverfahren, wie bei der Millionenshow, da ist Stefan Ilsanker, kann es gar nicht sein, weil er ist ja viel später gekommen. Auch nicht immer gespielt. Makoto hat natürlich sehr viele Spiele absolviert. Ich glaube aber trotz allem entweder Kevin oder Philipp. Beide waren Verletzter. Na gut, Kevin war natürlich mit der Schulter in Berlin schon längere Zeit weg und Philipp hat eigentlich immer gespielt, nur nach der Verletzung gegen die Hertha. Normalerweise müsste fast der Tormann sein, aber ich glaube, dass der Kevin länger weg war. Ich würde auf Philipp Kostic tippen. Das ist korrekt. Philipp Kostic mit 119 Pflichtspielen. Jawohl. So, nächste Frage. Bei wie vielen internationalen Partien hast du bis jetzt für die Eintracht auf der Bank Platz genommen? Die Frage ist, zählen die Qualifikationsspiele dazu? Ja. Die müssten dazu zählen, ja. Weil dann waren es einmal 14 und einmal 16 und einmal habe ich nicht auf der Bank gesessen, das war aus gegen Mailand, deswegen sage ich 29. Das ist korrekt. Welcher Eintrachtler hat das erste Bundesliga-Tor unter deiner Führung erzielt? Nikola Müller ist 1-0 in Freiburg. Richtig. Sebastian Allaire 2-0. Genau, sehr gut. Wüsstest du das allererste auch in Ulm? Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der Luca war. Der Luca hat zwei Chancen ausgelassen. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Gibt es Auswahlmöglichkeiten? Dann kann ich es dir sagen. Ja, dann bleiben wir dabei. Ante Rebic, Nikola Müller, Gonzalo Paciencia, Sebastian Allaire. Gonzalo Paciencia. Richtig. Super. Das zählen wir mit als richtige Antwort. Bonusfrage richtig beantwortet. Ich sagen, kannst du mich fragen, wie weiß ich. Wie viele Minuten hat Makoto Hasebe bislang absolviert, seit du bei der Eintracht bist? Viele. So, warte, 105 mal 90. Es ist 105 mal 90, um die 9.500 Minuten. Und davon hat er natürlich logischerweise nicht alles fertig gespielt. 9.251. Das ist korrekt. Sehr gut. Perfekt. Dann haben wir 6 richtige. Wow, so stark, ha? Adi, gut gemacht. Danke. Das ist für euch, liebe Eintracht-Fans, das wird unser Cheftrainer an der Stelle unterschreiben. Und wie gesagt, unter allen Kommentaren unter diesem Video bei uns auf Social Media verlosen wir dieses Trikot, signiert von unserem Cheftrainer Adi Hütter. So. Perfekt. Dankeschön, Adi. Und viele Grüße aus dem Deutschen Bergpark. Dankeschön.